Assalamu alaikum, liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde der tunesisch-arabischen Sprache. Hier kurz noch zwei, drei Minuten zu ein paar Grußwörtern, die wir und Abschiedswörtern, die wir in Tunesien verwenden. Das ist für diejenigen, die sich für den tunesisch-arabisch-Kurs interessieren. Als erstes einmal gilt, dass wir eigentlich eine sehr höfliche Gesellschaft sind. Darum werdet ihr immer diese Grußworte, schöne Grußworte hören. Und die sind nicht einfach wie Hallo oder Grüezi, sondern etwas religiös angehaucht und eigentlich wunderschön, wenn man sie übersetzen würde. Beispielsweise, ich komme in eine Gruppe, zu einer Gruppe hin und sage als erstes Aslame. Aslame, ich schreibe das A. So, dass man ja nicht verwechselt und sagt Aslame. Es ist nicht ä, es ist Aslame. Oder ganz einfach Salam. Salam. Jetzt, ich komme gleich auf diese Wurzel, ihr seht hier S, L und M, Salam, Aslame, hat alles mit dem gleichen zu tun. Jetzt kann ich natürlich einen schönen, eher arabischen Satz sagen. Es ist ein Grußsatz. Assalamu alaikum. Also, Assalamu. Und dann kommt wieder A. Alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Das heißt, Friede sei mit euch. Wörtlich sogar mit dem Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Der Friede ist mit euch. Salam, einfach Friede. Aslame, Friede. Ich komme in Frieden quasi. Assalamu alaikum. Jetzt als Antwort kann ich selbstverständlich dann einfach auch Aslame sagen. Aslame, Aslame. Salam, Salam. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. In der Regel werdet ihr aber beobachten, dass der Gruß, der zurückgegeben wird, länger, schöner ist als der, den man bekommt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir haben eine Sure im Koran, die sagt, wenn ihr gegrüßt werdet, so grüßt in der gleichen Weise zurück oder durch einen schöneren Gruß. Darum hört ihr vielleicht Leute, die sagen, Assalamu alaikum. Und der andere antwortet, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Also er sagt, Friede sei mit euch und der andere sagt, und mit euch sei Friede und Gottes Gnaden und sein Segen. Also ein schönerer Gruß wird zurückgegeben. Dann haben wir Wörter auch, die beispielsweise Ehlen, Ehlen oder Ehle, Ehle oder Ehlen. Und hier ist es jetzt mal kein H, sondern eben ein H, ein normales H. Ehlen. Es ist nicht Ehlen und nicht Ehlen, sondern Ehlen. Wenn ich sage Ehle, das ist eben die Grußform, heißt, kann auch heißen Willkommen, Ehle. Und wenn ich sage Ehle, Ehle ist ein Komparativ, also ein Vergleichswort für Hlu. Hlu, süß, Ehle, süßer. Also Ehle und Ehle. Unbedingt auseinanderhalten. Ehlen. Dann, wenn wir uns auch verabschieden, das Einfachste ist dann Bisleme. Ihr seht hier, kommt immer wieder dieses Seleme. Seleme ist die Unversehrtheit, Sicherheit. Dieses Wort, die arabische Sprache, ist intensiv und stark. Aus einer Wurzel von drei Buchstaben, drei Konsonanten S, L und M kann gemacht werden. Seleme, Sicherheit, Unversehrtheit, Selam, Gruß oder Silm sogar, auch Sicherheit, Unversehrtheit und auch das Wort Islam, also Hingabe, kann auch Frieden bedeuten. Wenn ich mich also verabschiede, Bisleme, Filemen, Filemen sagen wir auch viel, Filemen, Lemen ist eigentlich auch wieder Lemen und Lemen, das ist auch Sicherheit. Die Menschen, von denen wir uns verabschieden, sollen in Sicherheit gehen, quasi gehe mit Gott, in diesem Sinne, viele, viele Menschen. Aber wir hören auch die Wörter, beispielsweise die arabischen Wörter, ila liqa, auf Wiedersehen, das ist ila liqa, auf Wiedersehen.
viele mehr. Bislame. Und dann natürlich die Wörter Tasbahlachir und Zbahlachir und so weiter, die lernen wir auch im Anfängerkurs. Wer sich dafür interessiert, kann sich wie immer melden bei mir. Hier achtet einfach bitte drauf, Aslame und Ehlen. A und He. Okay? Dankeschön. Assalamu alaikum. Bis zu der nächsten Kurzlektion.